Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager 2018 in der Saison 2019 mit dem Team Austria Cars. Wir sind bei der zweiten Etappe der Katalonien-Rundfahrt. Die erste Etappe lief ganz okay, würde ich sagen. Wir waren mit Sala und Al-Ali Ibrahim in der Spitzengruppe. Platz 9 ist es am Ende geworden für unseren Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber wir führen in der Berg- und in der Nachwuchswertung mit Sala bzw. mit Ibrahim. Heute bei der zweiten Etappe durch Katalonien ein Mannschaftszeitfahren von 40 Kilometer Länge. Die Favoritenteams hierfür sind BMC, Katyusha und Trek. Und wir stehen hier nicht mal mit dabei. Das sollte uns zu denken geben. Trotzdem schauen wir es uns an und ich würde sagen, bis gleich im Rennen. Willkommen auf der Strecke. Bei regnerischem Rennen startet die Mannschaft Sky als erste der Teams ins Rennen. Ohne ihren nominellen Kapitän Christopher Froome muss die britische Übermannschaft jetzt also unterwegs sein. Egan Bernal ist der nominelle Kapitän jetzt für die Katalonien-Rundfahrt. Er hat wahrscheinlich große Fußstapfen, die er jetzt treten muss. Dahinter haben wir die Mannschaft UAE Team Emirates. Ohne wirklich herausragenden Fahrer, was die Namen angeht. Hier das Team Dimension Data mit Kapitän Luis Meintjes, der allerdings bei der ersten Etappe schon 9 Minuten Rückstand eingehandelt hat durch einen Sturz. Das war es dann wohl mit seinen Gesamtklassements-Ambitionen. Dann haben wir das Team Caja Rural mit Francisco Mancebo, dem ehemaligen Skydive Dubai-Fahrer. Da erinnern wir uns natürlich gerne zurück. Schön, ihn nochmal zu sehen hier im Renneinsatz. Das werden wir die ganze Saison überhaben. Alex Aramburu ist mit dabei, Antunes, den kennen wir ja noch vom letzten Tag. Genauso wie ihn hier, José González, Zweiter in der Gesamtwertung, 3 Sekunden hinter Gesamtführer Seri. Er fährt für die Mannschaft Euskadi Murias. Und wir können gespannt sein, was dieses Team aus dem Baskenland mit ihrem portugiesischen Kapitän hier hinzaubert. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Eduard Prades, den haben wir ebenfalls schon in der letzten Etappe gesehen. Pio Bilbao, wahrscheinlich der Kapitän fürs Team Astana. Dann haben wir die Mannschaft NL Jumbo mit Steven Kruiswijk. Die Mannschaft Groupama FDJ aus Frankreich startet. Thibaut Pinot, ihr nomineller Kapitän. Als nächstes dann die Mannschaft Age de la Mondiale unterwegs. Die haben wirklich das Silberbesteck ausgepackt für diese Katalonien-Rundfahrt. Sowohl Pozzo Vivo als auch Romain Bardet sind am Start. Beide sind gut durch die erste Etappe gekommen. Heute Mannschaftszeitfahren zählt's. Genauso auch für ihn, für Peter Seri. Er möchte sein gelbes Trikot natürlich verteidigen, ist ja klar. Aber ob er das kann oder ob nicht, das hat er leider nicht so ganz in den eigenen Händen. Denn heute beim Mannschaftszeitfahren muss er natürlich auch auf die Hilfe seiner Kollegen vertrauen. Maximilian Schachmann, deutscher Zeitfahrmeister. Unfassbar, dass diesen Titel mal jemand anderes gewonnen hat als Toni Martin. In echt nach wie vor undenkbar. Hier hat es mal geklappt. Vincenzo Nibali führt die Mannschaft Bahrain-Merida an. Dann kommt Bora Hansgrohe mit Leopold König, dem tschechischen Zeitfahrmeister. Maika, Konrad und Mühlberger sind da mit dabei. Dann haben wir die Mannschaft Katyusha Alpecin mit ebenfalls einem alten Bekannten. Marlin Smorka aus der Ukraine soll hier wohl das Zugpferd spielen in Sachen Zeitfahren. Wird heute ein ganz, ganz wichtiger werden. Und Katyusha ist ja sozusagen einen Tauschdeal eingegangen mit Sunweb. Also sowas gibt es zwar nicht im PCM, aber man könnte meinen, dass es so ist. Denn ihr Kapitän aus der letzten Saison, Zakarin, fährt jetzt für die Sunweb-Mannschaft, während der neue Kapitän Keldermann letzte Saison aus dem Team Giant, nicht mehr Giant, sondern wie heißen sie, Sunweb, kam. So, jetzt gucken wir mal, wie ist das mit dem Einsatz? Ich denke, wir machen mal wieder 100%, keine Ahnung, ob das richtig ist. So, Josef Stari ist wirklich nicht so gut, macht dementsprechend kleinere Führungen. Wobei, wie ist das? Man soll lieber längere Führungen machen, glaube ich, hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben. Und dann irgendwann die Fahrer halt gar nicht mehr führen lassen, als dieses Hickhack, was ich meistens mache. Lopez ist auch ein ganz guter Zeitfahrer. Verwacke ist ein mäßiger Zeitfahrer. McLay ist ein mäßiger Zeitfahrer. Und Ibrahim ist gar kein guter Zeitfahrer. Wir probieren es einfach mal und gucken, wie es sich verhält. Team Austria Cars jetzt also gleich auf der Piste.
Josef Stari ist der Erste aus unserem Team, der ins Rennen startet. Und pünktlich zu unserem Start hört auch der Regen auf. Das ist natürlich wundervoll. Und damit jetzt also Austria Cars unterwegs. Jan Sokol jetzt an der Spitze. Dann dahinter Gerhard Sahler im Bergtrikot. Können wir auch hier wieder eine andere Perspektive wählen. Oha, da hinten ist schon jemand abgehängt oder wie? Nee, nicht ganz. So, Gerhard Sahler jetzt vorne. Da sieht eigentlich alles gut aus. Als nächstes kommt dann der Kolumbianer Miguel Ángel López an die Spitze. Auch bei ihm wirkt eigentlich alles ganz geschmeidig. Verwackel bislang auch noch gut drauf. Ja, man merkt schon, wie lange López da im Wind ist im Vergleich zu manch anderen. Jetzt also Luis Verwacke. Oh, da hinten. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Da geht eine Lücke auf. McLay. Ne, nicht McLay. Sondern López. Sokol muss jetzt die Lücke hier zufahren. Oh, ich hoffe, er schafft es. Er schafft es. Okay, sehr gut. Er schafft es. Sehr, sehr gut. Sehr wichtig. Jetzt McLay vorne. Also wir müssen auch ein bisschen auf den hinteren Teil unseres Zuges achten. Es ist mega viel organisatorischer Kram hier beim Mannschaftszeitfahren. Ibrahim jetzt vorne. Und es sieht ein bisschen so aus, als würden einige überpacen. Aber so einige. Josef Stachy jetzt an der Spitze. Was mache ich denn da? Also ich muss auf jeden Fall die Zeit von López noch weiter hochsetzen, weil der ist super drauf. So ziemlich als einziger. Sahler ist okay. Ja, so Kohl, ganz ehrlich, der kann auch mal volle Führung mitfahren. Wenn er halt platt ist, dann ist er halt platt. Selbiges gilt für McLay. Ich glaube, das war es auch, was mir in die Kommentare geschrieben ist. Ich meine, der vierte Mann, der muss ankommen. Austria Cars sind Erster bei der Zwischenzeit Nummer 1. Das heißt, wir überpacen gerade komplett. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Denn so gut sind unsere Jungs nicht. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen runter. Und gucken, wie sich es auf die Balken verhält. Also, das ist wirklich creepy. So, wie gesagt, Sokol und McLay, die verheizen wir jetzt mal so ein bisschen. Die dürfen ruhig ein bisschen Tempo bolzen, das ist gar kein Ding. Jetzt ist Gerhard Sahler vorne. Auch dem geht es noch einigermaßen okay. Jetzt wieder López. Das ist der einzige. Oh, Verwackel ist auch noch ordentlich drauf. Also Miguel Ángel López ist wirklich kein schlechter Mann. Auch im Zeitfahren ist er hier ordentlich unterwegs. Also jetzt würde ich sagen, wir können sogar mal wieder ein bisschen was drauflegen. Also jetzt, das Tempo ist der Mannschaft fast schon zu langsam. Oha. Ja, Sokol dann ernst. Ja? 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 Okay. Verwacke jetzt vorne. Auch dem geht es noch richtig gut. Also Jan Sokol macht mir ein bisschen Angst. Der hat jetzt schon zwei, dreimal so ein bisschen eine Lücke reißen lassen. So, jetzt haben wir Verwacke, der ist auch noch ordentlich drauf. McLay ist jetzt vorne. Dem geht's okay. Auch da gibt es nichts zu meckern. Also wir sind hier spitz auf Knopf, wie man so schön sagt. Aber aktuell funktioniert das. Jetzt Ibrahim an der Spitze. Auch dem geht's noch relativ ordentlich. Vielleicht sollten wir einfach klarstellen, dass wir einfach ganz gut sind im Mannschaftszeitfahren gerade, ne? Komm, ich stell mal wieder hoch. Ist doch egal. Ich stell mal gerade wieder hoch und guck mal, was passiert. Stari jetzt vorne. Dass der früher oder später platt geht, das ist kein Wunder. So, jetzt so Kohl wieder an der Spitze. Eskartin, ist der nicht schon längst in Rente? In Radsportrente? So, so Kohl ist jetzt sehr, sehr platt. Oh mein Gott, was geht hier ab? Was macht Stari, Alter? Also das verstehe ich manchmal nicht. Was hier für Dinger... Ja, so cool. Bleib stehen, Bruder. Kein Problem. Hä? Keine Ahnung, was die hier manchmal machen. So, Austria Cars ist jetzt nicht mehr auf Platz 1. Ey, wir sind nicht mehr die 1. Ganz ehrlich, so cool, ey. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Tschüss. So, López ist auf jeden Fall noch stark drauf. Jetzt ist wieder Verwacke vorne.
Und jetzt ist es eigentlich nur flach bis ins Ziel. Eigentlich ist es jetzt nur flach. So, Verwacker gibt jetzt ordentlich Dampf. Jetzt kommt nochmal Danny McLay mit einer langen Führung. 10 Kilometer noch bis ins Ziel. Aber ich glaube, so wie wir jetzt fahren, ist es zu hart. Also wir müssen hier so einen kleinen Mittelweg finden. Vielleicht gehen wir doch nochmal zurück auf die 94. McLay darf, wie gesagt, zurückfallen. Das ist kein Ding. Auch Stari darf von mir aus zurückfallen. Aber das wäre dann der Letzte, der zurückfällt. Also Sala müssen wir mit bis ins Ziel schleifen. Das ist wichtig. Jetzt ist Al-Ali Ibrahim vorne. Und überholt uns da jetzt jemand? Nee. Klang gerade irgendwie so komisch. So, Ibrahim geht so lala. Jetzt ist Stari vorne. Der ist jetzt in diesem Moment platt. Was, wie gesagt, okay ist. 5 Kilometer noch. Gerhard Sahler an der Spitze. Uff, Bruder, macht nicht mehr so lang. Macht nicht mehr so lange Führung. Mach am besten gar keine Führung mehr. Wie wär's damit? So. Jetzt Lopez vorne. 3,1. Wir müssen jetzt natürlich die Endzeit uns anzeigen lassen. So, McLay ist jetzt auch platt. Und Sahler ist platt. Oh oh. Das ist nicht gut. Wo ist Stari? Er ist abgehängt. Na super. Die müssen jetzt hier noch irgendwie mit reingezogen werden. Letzter Kilometer. Jetzt platzen sie ab. Jetzt platzen sie ab. Wer ist hier der? Al-Ali Ibrahim, Alter. Krass. Jetzt platzen sie hier ab. Und da sind wir. Siebter Platz, 1,32 im Ziel. Ich glaube, das ist eine echt gute Zeit für unsere Verhältnisse. Dafür, dass wir überhaupt nicht in der Favoritenliste aufgetaucht sind, sieht das doch ganz gut aus, oder? So, Sunweb ist schneller. Okay, damit kann ich leben. BMC wird auch schneller sein. Ja, Bestzeit für BMC. Jetzt kommt Movistar rein, die werden wahrscheinlich, oh wobei, ja doch, die werden wahrscheinlich auch schneller sein, vermute ich mal, oder? Gucken wir mal. Ja, sind sie. Mitchelton als ausgewiesenes Mannschaftszeitfahren-Team wird auch schneller sein. Education First rechne ich eigentlich auch damit, dass die uns schlagen werden. Ist aber auch schon die letzte Mannschaft. Das ist die letzte Mannschaft, die unterwegs ist. Education First, Rapac. Und nicht mal die sind so schnell wie wir. Also, BMC gewinnt das Mannschaftszeitfahren vor Bora, Hansgrohe und dem Team Sunweb, das hier übrigens auch als niederländisches Team gewertet wird, obwohl es ja eigentlich deutsch ist angeblich. Trek ist Vierter, Mitchelton Scott Fünfter geworden, dann Katyusha, Quickstep und Movistar. In der Gesamtwertung führt jetzt der Australier Patrick Bevan vor Mike Scottson und seinen Teamkollegen Van Garderen, Port, Balduzzi, Caruso und Roach. Es folgen Christopher Pinkston auf Rang 8, 9. Maika und 10. Leopold König. Eine Minute Vorsprung für Port und Van Garderen. Da kann man sich gut vorstellen, wie Richie Port die Katalonien-Rundfahrt letzte Saison gewonnen hat. In der Bergwertung führt natürlich weiterhin Gerhard Sahler vor Antunes und Demarki. Dort gab es ja keine Punkte bei diesem Zeitfahren. In der Punktewertung fährt weiterhin Peter Serri an Front vor Gonçalves und Antunes. In der Nachwuchswertung muss leider Al-Ali Ibrahim sein Trikot wieder abgeben. Miles Scottson trägt es jetzt vor Andreas Balduzzi und Lorenz Günther Deron aus der Bora Hansgrohe Mannschaft. Toller Name, by the way. Und in der Teamwertung, völlig logisch, führt BMC. Da spiegelt sich das Teamresultat aus dem heutigen Mannschaftszeitfahren wieder. Ja, wir gucken rein. Unsere Mannschaft ist sage und schreibe auf Rang 11 gefahren. Vor Lotto NL Jumbo, vor Lotto Soudal, vor Education First, vor Dimension Data, vor Agilizer, vor Bahrain Merida, vor UAE, vor Euskadi Morias, vor Sky und vor Caja Rural. Ich würde sagen, Mittelfeld ist für diese Mannschaft ein ordentliches Resultat. 2 Minuten 33 Rückstand ist hart, hört sich aber auch hart an. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben auf Platz 2 schon nur noch 1,5 Minuten Rückstand. Das ist also alles relativ. Auf Movistar haben wir zum Beispiel nur 40 Sekunden verloren, auf Quickstep eigentlich auch, auf Katyusha auch. Also 40 Sekunden haben uns zu Platz 6 gefehlt. Naja,
Trotzdem, ich finde eigentlich, das ist ein ordentliches Resultat für unsere Verhältnisse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. In der Gesamtwertung sieht es jetzt wie folgt aus. Al-Ali Ibrahim, Gerhard Sala, Miguel Angel Lopez und Luis Fairbanks sind alle auf Platz 65 bis 68 mit 2 Minuten 34 Rückstand. Das Gute ist natürlich, dass der Sponsor sowieso einen Etappensieg von uns verlangt und keine Gesamtwertungsplatzierung. Neben Chris Froome hat auch Orion Paré-Peintre die Rundfahrt beendet. Das war aber auch schon während der ersten Etappe. Und Jan Sokol ist jetzt offiziell letzter in der Gesamtwertung. Ist das nicht wundervoll? Mancebo auch ganz weit hinten, wird ihn nicht interessieren. Ja, uns auch nicht so wirklich. Wir führen in der Bergwertung und wie gesagt, das Hauptziel ist ein Etappensieg. Und in Sachen Gesamtwertung schauen wir einfach, was noch geht. Ne? Ich meine, klar ist das jetzt ein ordentliches Päckchen, was wir haben. Aber wir haben halt auch Miguel Angel Lopez, wir haben Fairbanks, da kann schon was gehen. Denn im Gebirge sind die beiden ja nicht wirklich schlecht. Auch Stari eigentlich nicht. Gut, der ist... Ah, das ist der einzige von denen, der nicht in Bestform ist. Vielleicht liegt es daran, dass er momentan so Schwierigkeiten hat. Naja. Wie gesagt, wir schauen mal, was hier so zu machen ist. So, Grand Prix of Sochi hat Raimond Kreder die letzte Etappe gewonnen. Marian Holly gewinnt die Gesamtwertung, 19 Jahre jung, Talent, Talent. Formelpunkt für Kulic, das ist doch alles wundervoll. Und das ist das Profil der dritten Etappe der Katalonien-Rundfahrt. Also wenn das nicht Lopez auf den Maß geschneidert ist, oder maßgeschneidert ist für Lopez, dann weiß ich es doch auch nicht. Also da kann noch wieder was gehen. Ich bin gespannt darauf, ich hoffe ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.